Mir, mein Schüler. Ein Sith bettelt nicht, Darth Tenebris. Eure Zeit ist vorbei, Meister. Ich werde die Sith zum neuen Ruhm führen, ohne euch. Captain, alle Kisten wurden an Bord gebracht und wir sind startklar. Ich danke euch mal. Lasst uns endlich von diesem Hinterwäldlerplaneten verschwinden. Natürlich, Captain. Vierte, wenn das so weitergeht, wirst du komplett Silber sein. Ich bitte um Entschuldigung, Sir, aber ich verstehe Ihre Anmerkung nicht. Suto, hör auf, den Droiden zu überfordern. Ach, Captain, lassen Sie mir doch meinen Spaß. Wir haben ja sonst nichts auf unseren Banken heißen. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich erst vor 3 Standardwochen ein Holoschachbrett installiert, welches von dir beschädigt wurde. Also erzähl du mir nichts von Langeweile. Der Alarm kommt aus dem Hangar, Captain. Es sind die Kühlkisten. Was ist mit den Kisten? Nun ja, es sieht so aus, als ob eine von den Kisten geöffnet wurde, von innen. Sieht aus, als hätten wir einen blinden Passagier. Auf in den Hangar. Suto, Ma, Fede, ihr bleibt hier. Ein blinder Passagier also? Hatten wir auch noch nie. Der Captain wird dem Eindringling schon zeigen, dass wir keine blinden Passagiere hatten. Schnell.
Was gibt es, Captain? Otto, hast du den Strom in der unteren Ebene ausgestellt? Nein, wieso sollte ich? Ich stehe hier im Dunkeln. Was war das? Die Hände, sofort! Captain? An die Waffen, verriegelt die Tür! Welchen Namen hörst du? Mein Name lautet 114D. Bist du in der Lage, dieses Schiff hier zu fliegen? Ich meine, die Crew kann das jetzt nicht mehr. Ich bin in der Lage, die Weglage zu fliegen. Dann mal ab ins Cockpit, 114D. Was ist mit den Leichen, Sir? Lasst sie liegen. Mir gefällt die Aura des Todes. Wenn Sie mir bitte folgen würden, der Boss wartet bereits auf Sie. Lydra, meine Liebe, ich habe mit deinem Vater gerechnet. Nein, mein Vater ist momentan auf Nar Shaddaa, um Schulden einzutreiben. Ich kann ihn aber per Holo dazu schalten, wenn ihr dies wünscht. Nein, danke. Ich denke, wir sollten Boss Cabral nicht bei seinen Geschäften stören. Was kann ich denn für Sie tun, Magister? Ich muss euch leider mitteilen, dass Rugis Non tragischerweise ums Leben gekommen ist. Er hat mir alles vermacht, was er besaß. Und soweit ich weiß, hat er vor einiger Zeit sein persönliches Schiff hier untergebracht. Ich würde dieses gerne in meinen Besitz nehmen. Selbstverständlich. Das Schiff wird in wenigen Minuten Abflug bereit sein. Ich habe noch eine Bitte. Das Schiff, mit welchem ich hierher gekommen bin, schmelzt es ein. Ich habe alles, was ich brauche. Und bitte lass diesen Druiden hier reparieren und die letzten 24 Stunden seines Speichers löschen. Natürlich, Magister. Ich werde einen Techniker verständigen. Er ist so gut wie neu. Ein schöner Druide, wenn ich das anmerken darf. Was ist mit seinem Speicher? Die letzten 24 Stunden sind gelöscht. Wie sieht es eigentlich mit meiner Bezahlung aus? Der Bankenclan finanziert diese gesamte Einrichtung. Ich denke, dies sollte Bezahlung genug sein. Aber natürlich, Magister. Sehr gut. Ich glaube, du fragst dich, wer ich bin. Oder 4D? Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich auf der Weglage unter Captain La diente. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich frage mich, wer Sie sind. Mein Name ist Hego Damask. Sagen wir mal, ich habe dich von Captain La abgekauft. Hego Damask, meine Datenbanken verfügen Informationen über eine Investitionsgesellschaft namens Damask Holdings. Sie arbeitet wohl sehr eng mit den intergalaktischen Bankenclan zusammen. Deine Informationen sind korrekt. Ich bin der Leiter von Damask Holdings. Und du dienst mir nun als persönlicher Druide. Ich hoffe, du weißt noch, wie man ein Schiff fliegt. Aber natürlich, Meister Damask. Dieses Schiff ist zwar um Längen moderner als die Weglage, aber ich sollte in der Lage sein, das Schiff zu fliegen. Sehr gut. Dann nimm Kurs auf Monolith. Natürlich, Sir.
Willkommen zu Hause, Magister Lamask. Ich hoffe, eure Reise war erfolgreich. Ja, meine Reise war erfolgreich. Dies ist mein neuer Druide 4D. 4D? Dies ist der Vizepräsident von Damask Holdings, Lars Hill. Sehr erfreut. Steht für die morgige Versammlung alles? Ja, Gadolal die Hut sowie Senator Pucks Team haben willkommen angekündigt. Na, das klingt ja spaßig. Ich möchte bitte, dass ihr Vertreter des Bergbauplaneten Baldemnik einladet. Wollt ihr etwa ins Bergbaugeschäft einsteigen, Magister? Es ist ein lohnenswertes Geschäft. Und ich gebe es zu, die Idee stammt nicht von mir. Erinnert ihr euch an den alten Biff? Er ist leider verstorben. Aber kurz vor seinem Tod hat er mich über Baldemnik unterrichtet. Ein tragischer Verlust, wohl wahr. Ich werde mich umgehend mit Baldemnik in Verbindung setzen. Und jetzt, 4D, zeige ich dir, an was ich arbeite. Gefallen dir meine Objekte? Eure Sammlung an exotischen Wesen ist beeindruckend, Magister. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Wenn Sie dies wünschen, kann ich jedes Gespräch, welches wir führen, vor anderen geheim halten. Hego Damask ist nur eine Rolle, die ich spiele. In Wahrheit bin ich Darth Plagueis, der zurzeit einzige Sith Lord in der Galaxis. Und ich forsche daran, ewiges Leben zu schaffen. Den Tod zu überwinden. Doch dies ist nur der erste Schritt. Der erste Schritt wofür? Der erste Schritt zur vollständigen Vernichtung der Republik und der Jedi. Ihr macht einen großen Fehler, Damask. Gadolal wird euch nur Verluste einbringen. Welches Geschäft uns Gewinne einbringt und welches nicht, können Sie ruhig meine Sorge sein lassen. Senator, ich habe mit Gadolal bereits alles beschlossen. Sie bekommt die Podrennstrecke auf Mos Espa. Tut mir wirklich leid, Senator. Fahren Sie zur Hölle, Damask! Wer kommt als nächstes? Die Abgeordneten von Baldemnik, Magister. Gut. Magister Damask, es ist uns eine große Ehre, hier zu sein. Lassen wir die Lappalien und kommen direkt dazu, warum ich euch hierher bestellt habe. Sagt Ihnen der Name Rujas Nom etwas? Nein. Wir haben noch nie diesen Namen gehört. Wie kamen Sie darauf? Sparen Sie sich die Lügerei. Ich weiß, dass Sie einen Deal mit Nom hatten. Ich möchte wissen, was ihr ihm als Bezahlung geben wolltet. Denn Credits hat Baldemnik kaum. Das geht Sie gar nicht an. Wie können Sie es wagen, dich so eine Fressart herauszunehmen? Ganz wie ihr wollt. Wachen? Nun, was habt ihr dem Biff versprochen? Den Namen eines Planeten, welche große Plasma vorkommen hat. Und wie lautet der Name des Planeten? Naboo. Der Name des Planeten ist Naboo. Freut mich, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Abgeordneter. Wachen! Was wisst ihr über dieses Naboo? Nicht viel. Nur, dass sie anscheinend nicht sehr viel Kontakt zur Außenwelt haben. Dann besorgen Sie mir mehr Informationen über diese Welt und versuchen Sie, Kontakt herzustellen. Aber natürlich. Magister, die Scanner melden einen Einbruch an der südlichen Mauer. Das ist unmöglich. Es sei denn, ich werde mich allein darum kümmern. Sollte ich mich in einer Stunde nicht gemeldet haben, schicken Sie einen Suchtrupp los. Verstanden, Magister. Nein, Tenebris ist tot, wie ihr wissen solltet. Ich war sein anderer Schüler, Darth Vernamis. Tenebris hatte also noch einen Schüler. Ja, und ich bin hier, um meinen Meister zu rächen, Darth Plagueis. Thank you.
Doch ihr werdet nicht tot sein. Es wird mir eine Freude sein, an euch zu forschen, Darth Malenis. Wir sind bereit, Sie beim Abbau des Plasmas finanziell zu unterstützen, Lord Veruna. Allerdings werden wir 40% des Gewinns als Honorar einstreichen. Ich bin nicht der, den Sie überzeugen müssen, meine Herren. Die anderen Adligen von Naboo sind allerdings sehr skeptisch. Wir werden Sie schon davon überzeugen. Haben Sie da keine Sorge. Das glaube ich Ihnen. Nur mir ist zu Ohren gekommen, dass der König von unserer Abmachung erfahren hat und viele der großen Häuser drängen ihn dazu, dieses Vorhaben zu verhindern. Wie haben Sie das erfahren? Das wissen wir noch nicht. Wir arbeiten daran. Aber wie es scheint, ist die Partei von König Talbot momentan sowieso in einer recht angespannten Lage. Darf man fragen, wie ihr an solch brisante Informationen kommt? Wir erhalten regelmäßig Nachricht über die Aktivitäten des Königs von einem jungen Mann. Er ist ironischerweise der Sohn der Hand des Königs. Wie ist der Name dieses Mannes? Er heißt Palpatine. Er studiert an der Universität von Theed, einer der besten Studenten, die Naboo je hatte. Ich danke euch, Lord Veruna. Ich bitte euch, diesen Palpatine zu unserem Treffen einzuladen. Ich würde mich gerne mit ihm unterhalten. Natürlich. Wie Sie wünschen, Sir. Ich lasse Ihnen eines unserer besten Schiffe zukommen, um euch nach Naboo bringen zu lassen. Ich danke euch. Ihr scheint Interesse an diesem Palpatine zu zeigen. In der Tat. Es kann nie schaden, Verbündete zu haben. Das sollten Sie aus Erfahrung wissen, Mr. Hinn. Natürlich, Magister. Mr. Hill, Mr. Drone, ich heiße euch willkommen in Theed. Bitte folgen Sie mir. Ist dieser Junge hier? Wie hieß er noch gleich? Palpatine. Ja, der Junge ist hier. Ich werde ihn zu euch schicken lassen, aber erstmal bringe ich euch zu euren Quartieren. Du musst wohl Palpatine sein. Magister Damask, Veruna meinte, ich solle zu euch kommen, aber wie ich sehe, erspart ihr mir dies. Also, was kann ich für euch tun? Ich möchte mich mit dir unterhalten. Ich habe einiges über dich gehört. Ihr wollt wissen, warum ich meinen Vater verrate und Veruna mit Informationen versorge, welche meinem Vater und dem König schaden? Ich sage es euch. Meinem Vater sowie König Talbot sind die Bürger von Naboo vollkommen egal. Sie unterstützen nur die Reichen und die Adligen, während die einfachen Bürger verhungern. Veruna ist zwar ebenfalls ein selbstsüchtiger Mann, jedoch sorgt er sich um die Bürger. Palpatine, weißt du, warum ich zusammen mit meinen Beratern hier bin? Ja, ihr wollt das Plasma von Naboo abbauen und zu einem hohen Preis weiterverkaufen. Ihr macht einen Haufen Credits, während Naboo kaum etwas von dem Gewinn sehen wird. Jedoch würde euer Vorhaben bedeuten, Naboo der Galaxis zu öffnen, was wiederum gut für unsere Wirtschaft wäre. Mein Vater ist außerdem komplett gegen eine Öffnung der Handelswege, weshalb ich euer Vorhaben schätze. Hast du schon mal überlegt, in die Politik zu gehen? Naboo könnte einen schlagfähigen Senator wie dich gut brauchen. Nein, habe ich nicht. Aber der Vorschlag klingt interessant. Nur das Problem ist wie. Ich schlage dir einen Deal vor. Du erstattest nicht mehr Veruna Bericht über die Aktivitäten des Königs, sondern mir. Und ich werde dir langsam verhelfen, einen Platz in der Politik zu finden. Abgemacht. Magister Damask, es war mir eine Ehre, euch unter meinem Dach beherbergen zu dürfen. Gute Heimreise. Ich werde mich nun weiter auf meinen Wahlkampf konzentrieren. Dieser Palpatine erstattet uns also nun Bericht? Ja, er hat mir schon 3 Holos geschickt. Der Junge ist engagiert.
Meinen Sie wirklich, dass er das Potenzial zum Senator hat, Magister? Oh ja, das hat er, mein Freund. Das hat er. Wie lange habt ihr nichts mehr von ihm gehört? 3 Wochen. Es muss irgendetwas passiert sein. Ich werde bei unserem nächsten Besuch auf Naboo nach ihm sehen. Es ist offiziell. Die Vorsitzenden des Bankenclans werden in 2 Standardwochen zusammen mit uns nach Naboo reisen. Gut. Versuchen Sie weiterhin, irgendetwas über Palpatine herauszufinden. Ich mache mir Sorgen um den Jungen. Ich werde mein Bestes versuchen. Wo ist dieser Veruna? Damask, was hat das zu bedeuten? Meine Herren, bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Magister Damask, bitte kommen Sie mit mir. Magister Damask, Commander, lass uns bitte alleine. Bitte setzen Sie sich. Nein, danke. Ihr müsst wohl Cosinia Palpatine sein. Die rechte Hand des Königs, nicht wahr? Ihr seid ein gut informierter Mann, Magister Damask. Sagt mir, warum habt ihr mich mit Waffengewalt hierher zitiert? Der Deal zwischen Naboo und dem Bankenclan ist aufgelöst. Ihr und eure Kollegen werdet nie wieder einen Fuß auf Naboo setzen. Wir wollen keine Fremden hier. Schon gar keine Munds, welche Naboo in den Ruin treiben. Verstanden, mein Lord. Gibt es sonst noch etwas oder kann ich zu meinen Geschäftspartnern zurückkehren und ihnen diese schlechte Botschaft überbringen? Da gibt es noch etwas. Finger weg von meinem Sohn, Damask. Dachten Sie wirklich, ich würde nicht mitbekommen, dass mein Sohn täglich Holos on Ice schickt? Sie sind ein Narr, Damask. Und sollte ich mitbekommen, dass er noch einmal Kontakt zu meinem Sohn aufnehmen, werde ich ihn dorthin schicken, wo er nicht entkommen kann. Und das Wichtigste, wo ihr ihn nicht erreichen könnt. Das war alles. Nun geht. Geht für immer und kommt mir nie wieder unter die Augen. Bestätige, Magister. Das Objekt ist tot. Gut. Wie lange? 5 Sekunden, Sir. Gut. Wir machen Fortschritte. Die Midi-Chlorianer zu beeinflussen ist schwerer, als ich angenommen habe. Selbst bei kleinen Lebewesen. Das glaube ich Ihnen, Sir. Magister Damask, Mr. Hill ist hier, um Sie zu sprechen. Er sagte, es ginge um das Naboo-Projekt. Mr. Hill, habt ihr neue Informationen? Jawohl, Magister. Ich weiß, wo sich der junge Palpatine aufhält. Seid ihr sicher, dass er den ganzen Aufwand wert ist? Ja, das ist der Schlüssel, dass wir doch noch den Deal über das Plasma mit Naboo abschließen können.
Nun gut, er ist im Rahmen eines Jugendprogrammes der Universität von Feed auf einer Exkursionsreise. Es war nicht leicht herauszufinden, wo er sich momentan aufhält. Wo ist er? Er ist auf Chandrilla. Palpatine, mein junger Freund. Eine Freude, dich zu sehen. Magister Damask, ich wusste gar nicht, dass ihr ein Apartment auf Chandrilla besitzt. Ich war sehr überrascht, als euer Druide mich hierher führte. Es ist nicht nur das Apartment. Das ganze Gebäude gehört meiner Firma. Ich besitze auf vielen bedeutenden Welten Niederlassungen meiner Firma. Coruscant, Corellia oder auch hier, Chandrilla. Komm, setz dich doch. 4D? Bitte bereite uns eine kleine Erfrischung zu. Wie Sie wünschen, Magister. Es ist zweifellos eine Überraschung, euch hier anzutreffen, Magister. Aber eine angenehme Überraschung. Warum habt ihr mich hierher gebracht? Wir müssen dieses Gespräch kurz halten. Warum denn das? Dein Vater hat wahrscheinlich Überwachungspersonal engagiert, die dir auf Schritt und Tritt folgen. Es wird nicht lange dauern, bis sie dein Verschwinden bemerkt haben. Er überwacht meine Nachrichten, die den Planeten verlassen. Aber selbst er ist klug genug, darauf zu verzichten, mich beschatten zu lassen. Du unterschätzt ihn. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir gedroht, dich fortzuschicken. Dorthin, von wo du nie entkommen kannst. Weit weg von mir, falls ich nochmal Kontakt zu dir aufnehmen sollte. Das kann er doch nicht machen! Dazu hat er kein Recht! Das werde ich nicht zulassen! Bitte, helft mir. Wie kann ich dir helfen? Sagt mir, was ich tun soll. Sagt mir, was ihr tun würdet. Du könntest einen Nutzen aus diesem Vorfall ziehen, indem du anfängst, auf eigenen Beinen zu stehen. Das geht nicht. Den Gesetzen Naboos zufolge hat mein Vater die komplette Entscheidungsgewalt über mich, bis ich 21 bin. Was sind schöne Traditionen von Naboo? Widersetz dich ihm. Du sagtest, du willst Senator werden. Ein Senator gibt nicht einfach auf. Was willst du, Palpatine? Ich will herrschen. Ich will Macht. Siehst du? Du bist viel mächtiger als dein Vater. Zeig ihm, dass du dich nicht mehr unterdrücken lässt. Und nun steh auf und verhalte dich wie ein Herrscher. Letzter Aufruf für interstellaren Flug 66 nach Eriadu an Startrampe 94. Nun, hier müssen wir uns leider verabschieden. Aber ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Ich danke euch für euren Besuch, Magister. Keine Ursache, mein Freund. Viel Erfolg weiterhin und solltest du einmal Hilfe brauchen, kontaktiere mich einfach. Ich werde dir helfen. Danke, Magister. Denk an meine Worte. Zeige deinem Vater, wer du bist. Der Fahrer des Flitzers mit dem Kennzeichen CR567 soll sich bitte umgehend zu seinem Fahrzeug begeben. Sie versperren die Zufahrt für unsere Lieferanten. Chief Palpatine, euer Vater will euch sprechen. Na los, komm mit. Chief, setz dich, wir müssen reden. Niemand nennt mich Chief. Ich bin dein Vater. Ich nenne dich so, wie ich es will. Was willst du? Wie ich Damask sagte, sollte er noch einmal Kontakt zu dir aufnehmen, werde ich dich fortschicken. Du wirst Naboo erstmal nicht wiedersehen. Ach ja, ist das so? Du tust das, was ich sage. Du bist nicht mehr mein Sohn. Du bist eine Schande für die Familie Palpatine. Du bist ein Nichts. Du wirst nichts in deinem Leben erreichen. Du bist viel mächtiger als dein Vater. Zeig ihm, dass du dich nicht mehr unterdrücken lässt. Ich werde dich enterben. Du wirst als Arbeiter...
Du unterschätzt mich, Vater. Worauf warten wir eigentlich, Sir? Darauf. Magister, ich brauche eure Hilfe. Was ist passiert, mein Junge? Meine Eltern, sie sind tot. Ich habe sie ermordet. Bitte helft mir. Sende mir deine Koordinaten. Ich werde so schnell wie möglich zu dir kommen. Sei unbesorgt. Koordinaten empfangen. Sprung in den Hyperraum, so schnell wie möglich. Ich spüre eine gewaltige Ansammlung der dunklen Seite der Macht. Er braucht wirklich unsere Hilfe. Dreh dich um, Palpatine. Ich habe meine Eltern umgebracht, ohne dass ich sie berührt habe. Wie ist das möglich? Das war die Macht. Sie ist stark in dir. So stark, dass du sie unbewusst unterdrückt hast und vor jedem, selbst vor dir, verborgen hast. Ich kann dich lehren, sie richtig zu benutzen. Bitte lehrt mich, es zu kontrollieren. Ich flehe euch an. Dies ist ein Unterfangen, welches Jahrzehnte an Training und Disziplin braucht. Du wirst an deine Grenzen stoßen und deinen Körper und Geist komplett der dunklen Seite der Macht öffnen. Doch am Ende werden wir herrschen. Wie einst werden die Sith über die Galaxis herrschen. Ein Meister und ein Schüler. Erhebt euch als Darth Sidious, dunkler Lord der Sith.